das auch? Genau das kann man an manchen Orten hören. Von Anfang April bis Ende August oder sogar noch länger in den Spätsommer hinein. Was es damit auf sich hat und was das Ganze zu tun hat mit emanzipierten Froschfrauen und wieso meine Füße gefesselt sind, das erfahrt ihr jetzt. Hallo zusammen, mein Name ist Mario Rembold und ihr schaut Rembologisch. Heute soll es um dieses Geräusch hier gehen. Und dazu habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht. Stell dir vor, du bist im Wald unterwegs. Du hast die Zeit komplett falsch eingeschätzt. Du hast dich verirrt. Die Dämmerung bricht über dich hinein. Du weißt nicht, wo du bist, und dann kommst du an eine verlassene Lichtung. Schroffe Felswände um dich herum. Und dieses Geräusch. Es scheint von überall herzukommen. Es scheint von tief unter der Erde zu kommen. Oder aus den Felswänden. Ja, es gibt tatsächlich ein paar verrückte Geschichten zu diesem Geräusch. Zum Beispiel eine Geschichte aus dem Sauerland, dass der Teufel eine noch ungeweihte Kirchenglocke gestohlen habe, weil er wollte nämlich, dass die Bewohner des Dorfes weiterhin unter seiner Kontrolle bleiben. Deswegen hat er die Glocke gestohlen und hat sie versenkt. Ja, und seither hat der Teufel seine eigene Glocke, mit der er läutet. Jetzt muss man sagen, wer selber mal dieses Geräusch gehört hat und versucht, dem auf den Grund zu gehen, der kann wirklich fast wahnsinnig werden, ja? Weil du gehst irgendwie an eine Ecke, wo du glaubst, was gehört zu haben, dann ist es da still und dann kommt es aus der anderen Ecke und du gehst wieder dahin und es ist sowieso die ganze Zeit irgendwie um dich rum und weit weg und scheint aus dem Boden zu kommen. Ja, kein Wunder, dass die Leute da irgendwelche komischen Geschichten sich ausgedacht haben. Aber ich finde, das klingt auch unheimlich schön und melodisch. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum man dachte, dass das sowas Böses, Dämonisches sein müsste. Aber gut, inzwischen kennen wir den Urheber dieser Gesänge. Und das ist dieser kleine Frosch. Es handelt sich um die Geburtshelferkröte. Die hat auch noch ein paar andere Namen, zum Beispiel Glockenfrosch, was ich eigentlich viel schöner finde. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Frosch und einer Kröte? Ja, wann ist ein Frosch und wann ist eine Kröte und wann ist es genau umgekehrt? Also, es gibt tatsächlich eine Familie der echten Kröten. Zum Beispiel unsere Erdkröte hier. Das ist so eine echte Kröte. Dann gibt's die Familie der echten Frösche. Zum Beispiel gehört da der Grasfrosch zu. Da fällt mir ein Witz ein. Sagt der eine Lurch zum anderen, hör mal, weißt du, wo ich was zum Rauchen kriege? Sagt der andere Lurch, frag mal den Grasfrosch. Naja, egal. Nee, auf jeden Fall der Grasfrosch zum Beispiel. Aber auch diese typischen Frösche, die so am Teich sitzen und quaken, die Wasserfrösche, das sind die echten Frösche. Jetzt gibt es aber etliche Froschlurche, von denen manche irgendwas mit Kröte und manche irgendwas mit Frosch heißen. Und das ist total uneinheitlich. Und das heißt auch nicht, dass die unbedingt, dass jetzt zwei, die irgendwas mit Kröte heißen, näher miteinander verwandt sind als zwei, die irgendwas mit Frosch heißen. Also Laubfrösche, ja, die so schön hier die Bäume hochkrabbeln, das ist auch wieder eine andere Gruppe als die echten Frösche. Also mein persönlicher Eindruck ist, dass man die Froschlurche, die irgendwie eleganter aussehen, die vielleicht sogar auch in bunten Farben leuchten, leuchtendes Grün, die irgendwie, ich sag mal, irgendwie schick sind, die den Baum hochklettern und angeblich das Wetter vorhersagen oder die am Teich auf der Seerose in der Sonne sitzen und quaken, da sagt man eher Frosch.
und was so unscheinbar ist, bisschen warzige Haut hat, eher so im Dunkeln unterwegs ist, da habe ich den Eindruck, da sagt man dann eher Kröte. Also hier, adelig, der feine Herr, würde man sagen Frosch. Und bei mir jetzt hier so unrasiert und auch irgendwie nicht besonders leuchtend angezogen, Kröte. Also eigentlich ganz simpel, ne? Frosch. Frosch. Kröte. Kröte. Merken wir uns einfach, dass wir uns hierzu gar nicht viel merken müssen, weil die Begriffe Frosch und Kröte überhaupt nicht einheitlich verwendet werden. Einheitlich ist es, wenn man sich an die schlauen lateinischen Namen hält. Bei dem Glockenfrosch oder der Geburtshelferkröte ist das Alytes obstetricans. Hoffentlich habe ich das so ausgesprochen, wie das ein ordentlicher Froschologe oder eine ordentliche Froschologin aussprechen würde. Die Geburtshelferkröte ist ein sehr urtümlicher Frosch. Zum Beispiel ist bei der Geburtshelferkröte die Zunge noch festgewachsen. Die können die also nicht ausklappen, sondern die müssen, wenn die ihre Beute fangen, müssen die festhalten mit den Kiefern. Was diesen Frosch oder diese Kröte nun aber auch noch besonders macht, das ist, obwohl es ein so altertümliches Tier ist, ein sehr emanzipierter Frosch. Jawohl! Ja, das mit der Emanzipation, das beginnt damit, dass bei der Geburtshelferkröte nicht nur die Männchen quaken, sondern auch die Weibchen. Also quaken, ja, eigentlich finde ich, ist es ja mehr ein Singen. Oder sagen wir neutral, ein Rufen. Ja, also auch die Weibchen rufen. Normal kennt ihr das vielleicht bei den Fröschen, die so im Teich sitzen. Ja, das sind dann die Männchen, die plustern sich auf. Die käbbeln sich da gegenseitig und wollen die Weibchen beeindrucken. Und wer lauter quakt, ja, der meint dann, dass er eher an die Frau kommt. Also richtig prollig sind diese Frösche, die so im Teich leben. Nicht so die Geburtshelferkröte. Die Geburtshelferkröte, die ist erstmal die meiste Zeit an Land, als erwachsener Frosch zumindest. Und dann sitzen die da irgendwo unter Steinen, zwischen Felsen, in Erdlöchern und rufen. Meistens, wenn es dunkel wird. Manchmal aber auch schon tagsüber. Die Männchen rufen, aber die Weibchen rufen auch. Und so finden die sich dann. Die andere Sache ist, die Weibchen legen zwar die Eier, gut, das ist nun mal biologisch so und schwer zu ändern. Aber um die Eier kümmert sich dann das Männchen. Und zwar bindet sich das Männchen den Nachwuchs im wahrsten Sinne des Wortes ans Bein. Ach, ich soll das jetzt zeigen. Als Modellkröte quasi, ja? Soll ich zeigen, wie der Kröterich sich den Nachwuchs, also die Eier, sozusagen umschnallt. Ja, genau. Das Männchen übernimmt nämlich während der Paarung die Eier vom Weibchen. Also, bei der Paarung ist das so, die beiden Kröten treffen sich, ne, über das Rufen finden die sich dann, die paaren sich an Land und da kommen aus dem Weibchen die noch unbefruchteten Eier raus. So, die sind wie auf so einer Perlenschnur aufgereiht. Ich habe da mal was vorbereitet. Das ist jetzt, ich musste improvisieren. Also eigentlich ist das ein Adventskalender. Aber stellt euch einfach vor, diese Säckchen hier, das wären alles Kröteneier. So, die kommen halt an dieser Kette, kommen die raus, dass das Weibchen legt halt die unbefruchteten Eier. Jetzt müssen die natürlich noch befruchtet werden. Also das Männchen besamt die Eier jetzt. Nein, das werde ich hier nicht vorführen. Und dann trägt es diese Eier mit sich rum und passt darauf auf. So, wie kann man jetzt so Eier mit sich rumtragen? Ich würde die mir irgendwie umhängen oder so. Aber bei der Geburtshelferkröte bindet sich das Männchen die Eier tatsächlich um die Unterschenkel. Und dann wissen wir auch, warum die sich dann nur springend fortbewegen können. Ja, und das sieht wirklich sehr skurril aus. Hier ist mal so ein Männchen, das mit Eiern bepackt ist.
Und das sieht aus, als hätte er die so irgendwie auf dem Rücken geschnallt. Aber tatsächlich sind sie halt um die Hinterbeine gebunden, also um die Unterschenkel gewickelt. Und ja, der passt darauf auf. Ihr kennt das vielleicht so bei anderen Fröschen und Kröten. Also da hat man diese wabbeligen Laichballen, die liegen im Wasser, oder so Laichschnüre, die auch so wabbelig sind, die sind im Wasser. Und da können natürlich Molche dran, Fische dran fressen und so. Bei der Geburtshelferkröte kann das Männchen mit den Eiern, also die Eier können quasi weghüpfen, ja, wenn Gefahr droht. Das Männchen hält die Eier auch feucht, weil es ja manchmal durch feuchtes Gras hüpft und tagsüber sind die vergraben und da kommt auch keine Sonne dran, es trocknet nicht aus. Und wenn die Kaulquappen dann soweit sind, setzt er die im Wasser ab. Die Geburtshelferkröte hat eine ganz interessante Fortpflanzungsstrategie, wenn wir das mal mit anderen einheimischen Fröschen vergleichen. Die laichen nämlich einfach so ab im Teich. Da liegt der Laich im Teich und ist sich selbst überlassen. Aber da legt dann so ein Weibchen auch hunderte bis tausende Eier. Ein Geburtshelferkrötenweibchen, das produziert in einem Wurf so 20 bis 80 Eier in etwa. Das ist also viel weniger. Das heißt, die Strategie der Geburtshelferkröte ist nicht viele Nachkommen, damit ein paar überleben, sondern wenige Nachkommen und auf diese Nachkommen besonders gut aufpassen, damit sie wenigstens das Stadium der Kaulquappe erreichen. Und da helfen beide mit. Also das Weibchen produziert die Eier. Das ist sehr energieaufwendig. Es ist viel energieaufwendiger, Eier zu produzieren, als Spermien zu produzieren. Aber das Männchen produziert nicht nur die Spermien, sondern passt auf den Nachwuchs auch auf. Jetzt ist das so, dass bei der äußeren Befruchtung das Männchen natürlich auch ganz genau weiß, dass es der Vater ist. Also so Vaterschaftsprozesse, die sind bei Geburtshelferkröten äußerst selten. Dass die Geburtshelferkröte aber nicht so auf Masse setzt, macht sie natürlich auch unheimlich anfällig dafür, wenn man irgendwie ihre Biotope zerstört und die Sachen nicht mehr im Gleichgewicht sind. Also wenn von dem Nachwuchs dann aus irgendwelchen Gründen doch nicht mehr so viel überlebt, um die Population aufrechtzuerhalten. Und es gibt zum Beispiel kaum noch irgendwelche Weiher oder Baggerlöcher, wo keine Fische drin sind. Das letzte Refugium für die Geburtshelferkröte hier so in der Zivilisation, das sind eigentlich so stillgelegte Kiesgruben und sowas, wo es ja so Hänge gibt, Abhänge mit Geröll, wo die sich drunter verstecken können. Und wo auch Wasser in der Nähe ist. Ich weiß, dass es sie hier in Bergisch Gladbach gibt. In den Mittelgebirgen, da kommt sie wohl gerne vor. Das ist eigentlich eine Art, die eher so Richtung Südwesteuropa zu Hause ist. Also auch da, wo es durchaus was trockener sein kann. Es gibt auch tatsächlich verschiedene Arten von Geburtshelferkröten. Und diese Alytes obstetricans, die gewöhnliche Geburtshelferkröte, das ist die, die es auch hier bei uns in Deutschland gibt. Die nordöstliche Grenze, da habe ich so gelesen, Münsterland irgendwo, da läuft so eine Grenze, wo die dann wohl irgendwann nicht mehr vorkommt, nordöstlich davon. Es gibt sie noch im Harz, es gibt sie aber auch bis nach Thüringen rein. In Südholland kommt sie wohl teilweise vor, in der Schweiz auch. Und noch was, vielleicht können solche Kröten, so unscheinbar die auch sind, uns sogar medizinisch weiterhelfen. Denn alle Lurche, also Lurche, das sind Salamander, Molche, Frösche, Kröten. Es gibt auch noch die Blindwühlen, das sage ich nur der Vollständigkeit halber. Die gibt es aber nicht hier in Europa. Die haben alle Hautgifte. So. Und man hat auch in der Geburtshelferkröte ein Hautgift, was sie selber herstellt. Das ist so ein Peptid, so ein Mini-Eiweiß. Hat man gesehen, dass das gegen bestimmte Bakterien wirken kann. Und ja, ihr wisst vielleicht, dass immer mehr Bakterien, die uns Menschen auch schaden können, dass die resistent sind gegen die gängigen Antibiotika. Und da gibt es jetzt auch Leute, die spielen mit dieser Aminosäuresequenz von dem Peptid rum und bauen das ein bisschen um, dass das vielleicht auch mal gegen unsere humanpathogenen Bakterien passen könnte. Also
Aha, ganz wichtig. Ich muss ja jetzt, da muss man ja hier disclaimermäßig auf alles hinweisen. Seit Trump ist ja nichts mehr unmöglich. Also bitte kommt jetzt nicht auf die Idee, wenn ihr irgendwie so eine Entzündung oder so habt, da eine Kröte draufzulegen. Und bitte inhaliert auch keine Kröten, leckt keine Kröten ab, schluckt keine Kröten, nicht machen. Die stehen außerdem unter Naturschutz. Wem das gefallen hat, natürlich, ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, da freue ich mich. Unten in der Videobeschreibung gibt es auch einen Link zu meiner Homepage. Da gibt es auch eine Seite, wo ihr mich supporten könnt, wenn ihr mögt. Ansonsten bin ich natürlich neugierig. Schreibt doch mal rein, was ihr so für merkwürdige Geräusche bei euch vor der Haustür habt. Habt ihr auch schon Geburtshelferkröten gehört oder ganz andere Sachen? Oder liegt bei euch vielleicht wirklich eine mysteriöse Glocke tief unter der Erde vergraben, die nur darauf wartet, irgendwann ausgegraben zu werden? Postet es rein in die Kommentare. Ich freue mich und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.